Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern. Ich darf euch heute ein bisschen was über Pfingsten erzählen. Woher kommt dieses Fest überhaupt? Wie ist das entstanden und welche biblische Geschichte steckt eigentlich dahinter? Machen wir uns doch zusammen auf eine kleine Entdeckungsreise. Pfingsten wird ja meistens im Juni gefeiert, manchmal aber auch schon im Mai. Und das hängt damit zusammen, wann Ostern ist, denn Pfingsten wird immer am 50. Tag nach Ostern gefeiert. Der 50. Tag hieß nämlich in der alten Sprache der Griechen und später auch der Römer Pentekoste. Und daraus ist unser Wort Pfingsten entstanden. Aber auch schon das alte israelitische Volk feierte eine Art Pfingsten. Das war ein Erntedankfest. Und das haben sie immer am 50. Tag nach dem Beginn der Getreideernte gefeiert. Das war also auch zu der Zeit, als Jesus lebte, schon so. Zu seiner Zeit, 50 Tage nach seinem Tod und seiner Auferweckung, geschah dann aber etwas wirklich, wirklich Außergewöhnliches. Heute würden wir sagen, eine Sensation. Wieder einmal war Erntedank in der Stadt Jerusalem. Und viele Menschen waren zu diesem Fest gekommen. Du kennst das ja vielleicht, wenn ein großes Fest in einer Stadt ist, dann sind die Straßen voller Menschen. Und so war es auch in Jerusalem. Juden, Araber, Ägypter, Römer und viele andere drängelten sich durch die Straßen und Gassen. Die Freunde von Jesus, die Jünger, die waren nicht dabei. Die waren untergetaucht. Sie hatten sich in einem Haus versteckt, denn sie hatten große Angst, dass sie, genau wie Jesus, gefangen genommen werden. Aber dann passierte das, was wir in der Apostelgeschichte über diesen Tag hören. Die Freunde von Jesus, die hörten in ihrem Versteck ein Brausen, wie bei einem großen Sturm. Das ganze Haus war voll von diesem Geräusch. Und sie spürten eine unglaubliche Kraft in sich, so wie nie zuvor. Es brannte in ihren Herzen und sie ahnten, das ist eine Kraft, die muss von Gott sein. Die brennt wie ein Feuer, da dreht sich alles um. Die erste Panik, die sie hatten, die Angst, das war alles wie weggeblasen. Das Haus, das wurde plötzlich viel zu klein und zu eng. Sie mussten einfach los, sie mussten raus. Sie haben es nicht mehr ausgehalten. Sie waren so voller Begeisterung, dass sie nicht anders konnten, als jedem davon zu erzählen, was mit ihnen geschehen war. Die Jünger stürmten hinaus auf die Straße und sie fingen an zu reden und jedem davon zu erzählen. In der Bibel heißt es, sie redeten wie mit Feuerzungen. Und die Menschen in der Stadt kamen ganz aufgeregt zusammen. Die Bauern und Hirten, die Händler und Geldwechsler, die Fischer und Bootsmacher, die Töpfer und Schuhmacher, die Kameltreiber, die römischen Soldaten, die Offiziere und die vornehmen Leute aus dem königlichen Palast. Und es kamen auch die Sklaven und die reichen Kaufleute, Frauen und Kinder, Weise und Schriftgelehrte. Sie alle konnten es nicht fassen, ob sie jetzt Juden waren oder Araber oder Römer. Sie alle konnten verstehen, was die Jünger von Jesus ihnen erzählt haben. Es kam überhaupt nicht auf die Sprache an. Es kam auch nicht darauf an, aus welchem Volk sie waren, sondern die Menschen, die auf Jesus hören, die sind keine Fremden mehr. Sie verstehen sich, weil sie etwas verbindet. Menschen, die zu Gott gehören, die können auch keine Feinde sein, weil ja, Gott sie alle liebt und weil sie sich bemühen, aufeinander zuzugehen. Einer der Jünger, Petrus, hielt eine flammende Rede, total begeistert. Und alle, die ihm zuhörten, waren auch begeistert. Fast so, als würde ein Superstar da vorne stehen. Petrus war kein Feigling mehr, der sich versteckt hat, sondern er sagte es allen Menschen, dass er eigentlich selber noch gar nicht verstehen kann, was jetzt hier gerade passiert. Aber er sagt, Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Das verwandelt uns. Das macht uns mutig, das macht uns offen, das macht uns verständnisvoll, das macht uns fröhlich, das macht uns geduldig, das macht uns hilfsbereit, das macht uns rundherum lebendig
Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Ungefähr 3000 Menschen kamen an diesem neuen Pfingsttag zu Petrus und zu seinen Freunden, um Neues und Genaueres über Jesus zu erfahren. Sie wollten wissen, was hat er eigentlich gesagt und was hat er getan? Und sie wollten dazugehören. Und das Pfingstfest damals, vor 2000 Jahren, das war ein Anfang. Es war der Anfang der christlichen Kirche, quasi der Geburtstag der Kirche. Und seit dieser Zeit feiern wir am 50. Tag nach Ostern das Pfingstfest. Vor einigen hundert Jahren waren es noch ein paar mehr Tage, wir haben noch zwei. Aber das macht nichts. Zwei Tage Pfingsten, zwei Tage, an denen wir den Geburtstag der Kirche feiern, zwei Tage, an denen wir uns an das Pfingstwunder von damals erinnern.